Wenn du wissen möchtest, wie du so einen Kürbis aus Kaffeefiltern basteln kannst, dann bleib dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Dann legen wir auch direkt los mit dem Material. Grundlage für dieses Bastelprojekt sind solche Kaffeefilter in Größe 1. Alternativ kannst du dir natürlich auch Kreise in entsprechender Größe ausschneiden. Außerdem benötigst du einen Klebestift und ein Stück Holz als Stiel. Für einen Kürbis verwende ich 10 Kaffeefilter. Diese nehme ich mir einzeln zur Hand und falte sie in der Mitte zusammen. Das mache ich mit allen 10 Stück. Für den nächsten Schritt benötigen wir auch schon den Klebestift. Du nimmst dir den ersten Kaffeefilter zur Hand, klappst diesen auf und streichst dann in der Mitte einmal mit dem Kleber einen Streifen entlang. Dann den Kreis wieder zum Halbkreis schließen und am Klebestreifen entlang einmal festdrücken. Diesen Schritt wiederholst du jetzt auch noch mit den anderen 9 Kreisen. Für den nächsten Schritt benötigen wir jetzt eine Schere. Staple dir alle Halbkreise so, dass sie gut und gleichmäßig aufeinander liegen. Ein wenig einfacher wird dieser Schritt, wenn du den Stapel in 2x5 Kreise unterteilst. Bei diesen 5 Halbkreisen, die jetzt aufeinander liegen, schneidest du oben und unten die Spitze ab und zwar etwa 0,5 cm breit. Dann nimmst du dir den zweiten Stapel und nimmst einen Halbkreis vom ersten Stapel als Vorlage und legst ihn drauf und schneidest dann auch hier oben und unten die Spitzen ab. Im nächsten Schritt wird wieder geklebt und zwar dort, wo gerade oben und unten abgeschnitten wurde. Schnapp dir also deinen Klebstoff und mach oben und unten jeweils einen Streifen damit hin, nimm dir dann den nächsten Halbkreis und klebe ihn drauf. Auch diesen Schritt wiederholst du jetzt mit allen Halbkreisen, so dass diese allesamt auf einen Stapel geklebt sind. Immer oben und unten an der Kante. Jetzt kommt der schönste Schritt und zwar wird der Halbkreis bzw. die aufeinander geklebten Halbkreise vorsichtig auseinandergezogen und die endgültige Form deines Kürbis wird sichtbar. Damit der Kürbis in Form bleibt, brauchst du nochmal deinen Klebestift und machst auch hier wieder am oberen und am unteren Rand einen Strich mit dem Kleber, öffnest dann wieder den Kürbis und klebst die beiden Randkreise zusammen. Und wie du hier sehen kannst, wird auch die Rückkante ein wenig mit Klebstoff eingestrichen und der kleine Stock, welcher als Stiel dienen soll, wird hier dazwischen gelegt. Am einfachsten geht das, wenn du den Kürbis schon mal ein bisschen festklebst und dann den Stock vorsichtig von oben reinsteckst. Und dann ist das schon geschafft. So schnell und einfach ist dein Kürbis dann fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.